Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um eine Triebwerkslegende. Viel Spaß! Bevor ich es vergesse, Chris von Video Space News hat Sirwan von Mars Chroniken und mich auf einen Weltraumplausch eingeladen. Diesen Donnerstag um 20.15 Uhr treffen wir uns live auf Video Space News und reden über Neuigkeiten in der Raumfahrt. Und wenn dir das Format gefällt, würden wir das vielleicht regelmäßig machen. Aber zur heutigen Folge. Letzte Woche haben wir uns im ersten Teil des RL10-Video über ISP und den spezifischen Impuls von Triebwerken unterhalten. Heute besprechen wir, warum das RL10 so ein Effizienzbiest ist. Wir betrachten die geniale Konstruktion des RL10, führen ganz nebenbei einen neuen Triebwerkstypen ein, den wir noch gar nicht bei Senkrechtstarter behandelt haben. Und am Ende gebe ich dir noch einen kleinen Ausblick, warum die Zukunft des RL10, obwohl es ja fast 60 Jahre alt ist, ziemlich rosig aussieht. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge über Raumfahrttechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. In meinem Video über das Vulcan der Ariane 5 und 6 habe ich ja schon angedeutet, dass Wasserstoff ein super Treibstoff für Raketen ist. Das hat zum einen mit seiner hohen Energiedichte zu tun, was dann zu viel frei werdender Energie bei geringem Gewicht führt, aber auch das Abgas ist besonders leicht im Vergleich zu Kohlenwasserstoffen und kann so auf höhere Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Sind die Moleküle, die das Triebwerk verlassen, leicht, können sie mit derselben Energie auf höhere Geschwindigkeiten gebracht werden als schwere Moleküle. Das Molekulargewicht von RP1 zum Beispiel ist fast doppelt so groß wie das von Wasserstoff. Der Hauptpunkt, warum das RL10 so erfolgreich ist, liegt aber in seinem Antriebszyklus. Das RL10 wird nämlich im Expansionszyklus betrieben. Wenn wir uns diesen Zyklus genauer ansehen, wird das geübte Auge sofort feststellen, dass es im Expansionszyklus keine Vorverbrennung gibt. Was? Kein Gasgenerator? Aber woher kommt denn die Energie, um die Unmengen an Treibstoff in die Brennkammer zu drücken? Wir hatten hier ja schon öfter das Thema kryogene Treibstoffe. Da meinen wir meistens Treibstoffe, die eigentlich bei Raumtemperatur gasförmig sind und nur durch extremes Unterkühlen ihren Aggregatzustand ändern und dann flüssig vorliegen. Sobald diese Treibstoffe ihren jeweiligen Siedepunkt überschreiten, fangen sie wieder Nudelwasser an zu kochen und verdampfen. Das können wir auch regelmäßig an der Falcon 9 sehen, die kurz vor dem Start stark dampft. Die Gase können wir jetzt nicht sehen, aber die Luftfeuchtigkeit, die an dem kalten Dampf kondensiert, bildet im Prinzip kleine Wölkchen. Ja, und warum lassen wir den Treibstoff abdampfen und behalten ihn nicht gasförmig unter Druck in der Rakete? Ja, weil wir die Tanks dann brutal dick auslegen müssten, was die Rakete dann unnötig schwer macht. Daher lieber auf der Startrampe, also dem Launchpad, kleine Mengen abdampfen lassen. Es wird sowieso bis kurz vor dem Start betankt. Wenn Wasserstoff seinen Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig ändert, vergrößert sich sein Volumen schlagartig um das 800-fache. Das heißt, aus einem Tetrapack flüssigem Wasserstoff werden 800 Tetrapacks voll Gas. Wenn ich dem Wasserstoff keinen Platz lasse, dann zerreißt das ausdehnende Gas einfach meine Tanks. Dass man mit dieser Energie Arbeit verrichten kann, hat sich auch unser schottischer Kumpel James Watt gedacht und dann eine Dampfmaschine gebastelt. Also entgegen meiner nicht ganz ernst gemeinten Lästerei über das imperiale Einheitensystem in der letzten Folge, ja, kann man offensichtlich auch mit imperialen Einheiten ein guter Ingenieur werden. Ingenieure aller Länder, vereinigt euch! Aber zurück zu den coolen Raketentreibstoffen. Wir haben also neben der chemischen Energie noch eine weitere Möglichkeit, mit dem Treibstoff Arbeit zu verrichten. Jetzt wollen wir aber in unseren super dünnen Treibstofftanks nicht den Druck erzeugen, um unsere mehreren Megawatt an Wellenleistung von einem Pumpen zu betreiben. Ja, gibt es irgendwo an so einer Rakete große Mengen ungenützter Wärme? Ja, wo wird es an so einer Rakete sehr heiß? Bam, ja, natürlich, im Triebwerk. Und genau hier greift die Genialität des Expansionszykluses an. Wie du aus meinem Video über Raketentriebwerkskühlung weißt, verlinke ich dir hier, benutzen wir den Treibstoff, um die Expansionsdüse und die Brennkammer zu kühlen. Ja, dieses Kühlen, das muss man machen, da in Raketentriebwerken gut und gern auch mal 3000 Grad auftreten können. Das sind Temperaturbereiche, in denen keine Metalllegierung mehr die Festigkeit bereitstellen kann, die ein hoher Brennkammerdruck zwingend erforderlich macht. Das Einzige, was da hilft, ist, die Werkstoffe so weit zu kühlen, dass sie ihre Festigkeit behalten. Also ganz feine Kanäle in die Brennkammer machen und mit dem extrem kalten Treibstoff aktiv kühlen. Wenn man die Verrohrung der Wasserstoffleitung geschickt ausführt, dann fließt flüssiger Wasserstoff in die Kühlung hinein und verlässt die Kühlung gasförmig bei gleichzeitiger Volumenvergrößerung mit hohem Druck. Diesen Druck können wir dann in einer Turbine in mechanische Arbeit umwandeln, die dann unsere Pumpe antreibt, die ja überhaupt erst den Wasserstoff in die Kühlung gedrückt hat.
Der Triebwerkskonstrukteur muss nur aufpassen, dass er dann noch genug Druck übrig hat, um den Wasserstoff entgegen des Brennkammerdrucks in den Brennraum zu drücken. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber ist, wenn die Strömungsquerschnitte gut ausgelegt sind, sehr einfach zu starten, da man keine Vorverbrennung in Gang kriegen muss. Im Prinzip, ja, machst du die Treibstoffleitung auf und startest die Brennkammerzündung und der Rest passiert von selbst. Da ist Wasserstoff auch besonders dankbar, weil er so verdammt kalt sein muss, um flüssig zu sein. Beim Starten drückt dann ein leichter Überdruck in den Tanks den Treibstoff in den Kühler und die Umgebungstemperatur am Kühler reicht dann schon aus, um die Turbopumpen in Gang zu setzen. Wenn dann das Triebwerk heiß wird, steigert sich gleichzeitig die Turbopumpe auf Nennleistung und wir füttern unser Triebwerk dann mit dem Nennvolumenstrom an Treibstoff und Oxidator. Das ist natürlich ein sehr einfaches System und dadurch auch sehr zuverlässig. Gerade bei Oberstufen, wo häufig nur ein einzelnes Triebwerk eingesetzt wird, das nicht durch andere kompensiert werden kann, ist das besonders wichtig. Aber auch wenn es um das Wiederzünden von Triebwerken geht, ist das ein Vorteil. Auch kann man die Turbopumpe relativ einfach konstruieren, weil man keine hohen Temperaturen aus einer Vorverbrennung überstehen muss. Und hier liegt dann auch der große Effizienzgewinn dieses Antriebszyklus verborgen. Während in anderen Verbrennungszyklen die Pumpe mit der chemischen Energie aus dem Treibstoff angetrieben werden muss, bleibt die chemische Energie ja im Expansionszyklus bis zur eigentlichen Verbrennung in der Brennkammer erhalten. Das heißt, die mehreren Megawatt an Wellenleistung für die Pumpe nehme ich aus der Verlustleistung des Triebwerks, mit der ich ohnehin nichts anfangen kann und die sonst verloren gehen würde. Super genial, oder? Einen weiteren Effizienzvorteil erhalte ich dadurch, dass der Treibstoff gasförmig in die Brennkammer gelangt. Dadurch vermischen sich Treibstoff und Sauerstoff besser und die Verbrennung kann mehr Energie freisetzen. Ist zuverlässiger, hat weniger Teile, ist effizienter. Warum sind nicht alle Triebwerke im Expansionszyklus aufgebaut, wie das RL10? Wo ist der Haken? Was fragen dich die Investoren als erstes, wenn du ihnen von deiner neuen Startup-Idee erzählst? Ist es skalierbar? Ja, die Grenzen des Expansionszykluses stellen jetzt hier nicht wie bei einem Startup ein begrenzter Kundenkreis dar, ja, sondern tatsächlich die Leistung des Triebwerks. Stell dir unser Triebwerk mal vereinfacht als einen Zylinder vor. In unserem Triebwerk herrscht eine Temperatur, die wir an den Triebwerkswänden der Zylindermantelfläche notgedrungen abgeben müssen, weil sonst unsere Triebwerkswand ja abfackeln würde. Kenner werden hier vermuten, dass das dann vermutlich in einer grünen Flamme resultiert und gerne als Engine-Rich Combustion bezeichnet wird, siehe SN8. Das heißt, die Temperatur, die wir an der Triebwerkswand haben, beziehungsweise die Wärmeenergie, die wir über diese Fläche gewinnen können, ist konstant mit der Brennkammertemperatur. Den Schub, den wir mit unserem Triebwerk generieren können, hängt von dem Massenstrom und der Abgasgeschwindigkeit ab. Wenn wir unser Triebwerk jetzt an sein thermisches Maximum gebracht haben und so viel chemische Energie in Abgasgeschwindigkeit umgesetzt haben, wie möglich ist, ist die einzige Möglichkeit, den Schub zu erhöhen, mehr Masse durch das Triebwerk zu jagen. Da wir uns ja aber an einem thermischen Maximum der Bauteile befinden, können wir nicht mit mehr Druck mehr Treibstoff eindrücken, weil sonst unser Triebwerk spektakulär auseinanderfliegen würde. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um mehr Masse auszustoßen, ist, das Triebwerk größer zu machen. Ja, kein Problem, oder? Also wenn wir die Brennkammer doppelt so groß machen, also alle Dimensionen, Länge, Breite und Höhe verdoppeln, bekommen wir ja 8-mal so viel Volumen in unsere Brennkammer. Das heißt, wir können auch 8-mal so viel Treibstoff unter den gleichen Bedingungen in das Triebwerk drücken, die dort wiederum theoretisch auch das 8-fache an Leistung freisetzen können. Wer sich etwas mit dem F1-Triebwerk der Saturn V auskennt, weiß, dass große Triebwerke aber mit Verbrennungsinstabilität zu kämpfen haben. Also kann ich das Spiel mit dem Vergrößern zur Leistungssteigerung nicht allzu wild treiben. Verbrennungsinstabilität und vor allem, wie sie das bei dem F1 in den Griff bekommen haben, ist auch ein super spannendes Thema. Ja, das kommt definitiv auch mal in die Liste. Aber ich schweife schon wieder ab. Zwar können wir durch ein größeres Triebwerk den Schub relativ einfach vergrößern, was aber nicht im gleichen Maße steigt, ist die Oberfläche unseres Zylinders. Das ist erstmal gut, weil ich ja so auch weniger Energie an den Seitenwänden des Triebwerks verliere. Das heißt, ich brauche an einem großen Triebwerk auch weniger Kühlung. Warum ist das so? Ja, die zu kühlende Fläche wächst nämlich nur quadratisch, also mit der zweiten Potenz des Durchmessers und nicht kubisch, also mit der dritten Potenz wie das Brennkammervolumen. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil ich an den Triebwerksgrenzen Leistung verliere. Aber wie wir ja eben besprochen haben, kommt die Genialität des Expansionszyklus ja aus der Abwärmenutzung des Kühlers. Das heißt, es gibt für die Leistung von Expansionszyklus-Triebwerken ein physikalisches Maximum.
ab der die Kühlfläche dann nicht mehr ausreicht, um genügend Leistung für die Pumpen bereitzustellen. Die coolen Triebwerksmodelle sind übrigens von Dival. Vielen Dank für deine Hilfe. Scott Manley, den ich sehr bewundere und der ein bisschen ein Vorbild für Senkrechtstarter ist, sagt in seinem Video zum Expander Cycle, dass das Maximum für Expander Cycles etwa bei 15 Tonnen Schub liegt. Ein einzelnes schnuckliges Merlin-Triebwerk von SpaceX in der Vakuum-Version kommt schon auf 100 Tonnen Schub. Das F1 von Rocketdyne, das die Saturn V angetrieben hat, mal eben sogar auf 800 Tonnen Schub. Und dagegen dann das RL10 mit gerade mal 11 Tonnen Schub. Dafür schlachtet das RL10 das Merlin und das F1 beim Thema Effizienz. Während das Merlin gerade mal auf 311 Sekunden ISP kommt, also spezifischer Impuls, liefert die effizienteste Version des RL10 unglaubliche 465 Sekunden ab. Holt also gut 30% mehr Leistung aus der eingesetzten Treibstoffmenge raus. Will man mehr als diese 15 Tonnen Schub, dann wird es makaber, denn dann muss das Triebwerk bluten. Es gibt tatsächlich den sogenannten Expander Bleed Cycle, der größere Triebwerke im Expander-Verfahren zulässt. Dazu wird der entspannte Wasserstoff nicht in die Brennkammer entlassen, sondern tritt über einen eigenen Ausgang aus. So muss der Wasserstoff nicht nach Verlassen der Turbine noch Brennkammerdruck haben, sondern kann sich bis ins Vakuum des Weltalls entspannen. Wir können also mehr Energie für die Turbine nutzen. Diese kleine Verschwendung von Treibstoff kostet zwar etwas Effizienz, erhält aber die Zuverlässigkeit des Triebwerks. Das RL10 ist wie gesagt ein Biest, was Effizienz angeht und vermutlich deshalb auch in den unterschiedlichsten Raketen im Einsatz. Kennst du zum Beispiel die Saturn I? Das war ein Vorläufer der Saturn V, mit der die Amis dann zum Mond geflogen sind. In der zweiten Stufe der Saturn I waren ganze 6 RL10 verbaut. Sieht ziemlich cool aus, oder? Auch die Atlas mit der Centaur Oberstufe und die Delta-Raketen mit Delta Cryogenic Second Stage nutzen das RL10. Um das letzte bisschen aus dem RL10 herauszukitzeln, hat die Delta Cryogenic Second Stage dann noch eine ausfahrbare Düse, die mit Gewindestangen nach der Stufentrennung ausgefahren wird. Allein um das Ausfahren der Düse mal live zu sehen, sollte man sich die letzten Starts der Delta IV Heavy anschauen, bevor die dann ausgemustert wird. Die Delta Cryogenic Second Stage wird sonst aber auch das SLS der NASA antreiben, wenn es denn mal dann fliegt. Eine kleine Raumfahrtperle ist das Single Stage to Orbit Konzept DCX, das auch ja, mit dem RL10 angetrieben wurde. Das ist auch das einzige Fahrzeug, das ich kenne, das den Expander Cycle nutzt, um zu starten. Es wird ja immer geungt, dass die NASA das vertikale Landen nicht wie SpaceX hinkriegt. Aber tatsächlich hat die NASA mit dem DCX schon in den 90er Jahren bewiesen, dass so etwas geht. Und zwar mit 4 RL10 Triebwerken. Aber du ahnst es, aus politischen Gründen wurde das Programm eingestellt. Witzigerweise zugunsten des X-33, das einen Aerospike-Antrieb haben sollte. Und dieses RS-2200 Aerospike-Triebwerk wiederum, ja, das hat auf dem RL10 basiert. Das DCX und das X-33 hätten eigentlich auch einen Platz in der Raumfahrt-Geschichte-Playlist verdient. Was meinst du? Würde dich so ein Video interessieren, auch wenn das DCX und das X-33 nie einen Orbit erreicht haben und ja, das vermutlich auch nicht werden? Ja, schreib mir einfach unter dem Video. Das in der Entwicklung befindliche russische RD-146D und das europäische Vinci könnten dem RL10 demnächst beim Thema Effizienz den Rang ablaufen. Hier brilliert also der einfache wie auch in seinem Schubkorridor sehr effiziente Zyklus. Vorerst wird das RL10 in der Oberstufe der Atlas V weiter eingesetzt und auch der ULA-Nachfolger der Atlas, die Vulcan, ja ich weiß, jetzt ein ungünstiger Namen, setzt mit der Centaur-Oberstufe wieder auf das RL10 und beim SLS wird es ja auch eine wichtige Rolle einnehmen. Ich bin gespannt, ob nicht noch andere Oberstufenkonzepte in Zukunft auf das RL10 zurückgreifen wollen. Was meinst du, wird das RL10 etwas modifiziert noch weiter gute Dienste leisten oder werden die neuen Startanbieter die etablierte Technik mit ihrem Abgas in den Staub drücken? Schreib mir doch einfach unter dem Video. Das ist auch ein guter Punkt, denn ja, wenn du Teil der Senkrechtstarter-Community werden möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich auf den Senkrechtstarter-Discord-Server ein. Hier kannst du dann mit anderen Raumfahrtfans chatten und wenn du möchtest, dich an der Entwicklung des Channels beteiligen. Auch mit Sirwan von Marschroniken und Christian von Video Space News kannst du dich auf dem Senkrechtstarter-Discord austauschen. Ja, Hashtag Team Space. Wenn du uns zu dritt über Raumfahrt quatschen sehen möchtest, dann schau gerne am Donnerstag um 20.15 Uhr bei unserem Livestream auf Video Space News vorbei. Ganz herzlich möchte ich mich bei Dival bedanken, der mir die Triebwerksmodelle gebaut hat und bei Aeneas, der das Skript wieder korrigiert hat. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.